Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen hier und auch die Kolleginnen und Kollegen online und knüpfe im Grunde direkt an das an, womit Tino Mager Sie begrüßt hat. Bilder der aktuellen Klimakrise. Diese Bilder aus Myanmar, Kanada, Italien und Somalia, die derzeit die Nachrichten einleiten, möchte ich einleitend in Bezug setzen zu Überlegungen zweier historischer Denker, zu dem Plädoyer für einen ökologischen Imperativ, das der Philosoph Hans Jonas 1979 im Jahr der Havarie in dem US-amerikanischen Atomkraftwerk Harrisburg und unter Eindruck der Ressourcen- und Umweltkrise der 70er Jahre in seinem Buch »Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation« entwickelte. Jonas forderte darin, dem kantischen Imperativ »Handle nur nach derjenigen Maxime«, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde, einer den seinerzeitigen Gefährdungslagen gemäße Aktualisierung folgen zu lassen, und zwar den Imperativ, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Jonas konstatierte, dass die Verheißung der modernen Technik in Drohung umgeschlagen ist. Das, was der Reaktorunfall so augenfällig demonstriert hatte, dass der Homo faber nämlich macht, wozu er technologisch in der Lage ist, stelle die Voraussetzung für eine existenzielle Bedrohung von Mensch und Natur dar und habe zur größten Herausforderung geführt, die dem menschlichen Sein aus eigenem Tun und eigener Verantwortung heraus erwachsen sei. Angesichts des planetarischen Umfangs menschlichen Handelns und von dessen Hineinreichen in die ferne Zukunft plädierte er, und ich denke, das ist für uns von Interesse, für eine Ethik der Erhaltung, der Bewahrung, der Verhütung. Er nannte das auch eine Ethik der Voraussicht. Verantwortung für das Vergängliche, Schwache und Verletzliche wird bei ihm zum Moralprinzip der Gegenwartsgesellschaften. 7 Jahre nach Jonas stellte der Soziologe Ulrich Beck seiner gerade abgeschlossenen Studie Risikogesellschaft auf dem Weg in eine andere Moderne unmittelbar vor der Drucklegung ein aus gegebenem Anlass überschriebenes, hier in Bamberg verfasstes Statement voran. Kurz nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erläuterte Beck darin, dass sich die Menschheit erstmals in einer Situation befände, in der sie das andere nicht mehr in Lager, gesonderte Stadtteile oder Militärblöcke aussortieren könne, dass das gefährliche andere vielmehr eine Demokratisierung der Gefahr mit sich gebracht habe, von der alle, unabhängig von ihrem sozialen Status, betroffen seien. Reservate seien angesichts dessen wirkungslos. Moderne Gefahren, zu denen auch die Klimakrise zu zählen ist, reisen so weg, mit dem Wind und mit dem Wasser, stecken in allem und in jedem und passieren mit dem Lebensnotwendigsten, der Atemluft, der Nahrung, der Kleidung, alle sonst so streng kontrollierten Schutzzonen der Moderne. Zitat Ende. Beck nannte das Allbetroffenheit und zeichnete für seine Zeitgenossen das Bild eines zuvor ungeahnten Gefährdungsschicksals, aus dem es bei aller Leistungsfähigkeit kein Entrinnen gäbe. Nach der Verantwortung aller, auf die Jonas verwies, unterstrich Beck die Betroffenheit aller. Wie unangenehm, Entschuldigung. Damit, so glaube ich, ist die Konstellation charakterisiert, in der wir auch heute über Erhaltung des kulturellen und natürlichen Erbes sprechen, beziehungsweise sprechen sollten.
Auch wenn klar ist, dass nicht alle Menschen für die Klimakrise verantwortlich sind und auch nicht alle gleichermaßen unter ihren Folgen zu leiden haben, sind sie in der einen oder anderen Weise doch alle von ihr betroffen. Schutz und Erhaltung sind im Zeichen der Allbetroffenheit zu einem existenziellen, grenzen- und disziplinübergreifenden Anliegen geworden. Welche Konsequenzen hat diese Erkenntnis, so ist zu fragen, für die mit Kulturerbe befassten Disziplinen? Deutlich wird, so meine ich, zum einen, dass Schutzzonen und Reservate keine ausreichenden Antworten auf die neuartigen, teilweise unsichtbaren, auf jeden Fall aber egalisierenden Gefährdungen darstellen und dass deshalb erweiterte Konzepte notwendig sind. Zum anderen, dass die Erscheinungsformen des Klimawandels, anhaltender Starkregen, Dürren, Stürme oder Hochwasser, die historische Substanz in unterschiedlicher Intensität betreffen. Entscheidend dafür sind unter anderem die verbauten Materialien, regionale Klimata, vorhandene Bodenstrukturen etc. Notwendigerweise richtet sich der konservatorische Fokus von den kunst- und architekturhistorischen Besonderheiten der Aura der Schutzobjekte gegenwärtig stärker auf die Materialitäten, die regionale Ökologie, Klimaprognosen und dergleichen. Und nicht zuletzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass der Klimawandel den Fokus des Nachdenkens über Schutz und Erhaltung auf die Zukunft richtet. Es geht um Methoden der Prävention, Vorsorge und Verhütung. Tritt Prävention, so ist zu fragen, in den vormaligen Rang des Konservierens bzw. Restaurierens? Und wie ändert sich dadurch die denkmalpflegerische Praxis? Wie der atomare Fallout stellt auch der Klimawandel eine abstrakte, Grenzen, Gattungen und Disziplinen überschreitende Gefahr dar. Damit ist das qualitativ Neue zusammengefasst, mit dem die Heritage Studies gegenwärtig zu tun haben. Anders als in den 1960er oder 70er Jahren geht es nicht mehr um spezifische Bedrohungen historischer Bestände und auch nicht um Bedrohungen spezifischer Zeitschichten, sondern buchstäblich um alles. Erhaltung und Vorsorge im Sinne von Hans Jonas hat damit theoretisch in allem ihr Objekt. Eine schier unlösbare Aufgabe, das jedoch heißt Allbetroffenheit. Als DenkmalpflegerInnen sind wir nach unserem Beitrag zur Reduzierung dieser Gefährdungen gefragt, auch danach, wie wir inhaltlich und methodisch auf die geänderte Ausgangslage von Schutzbedürfnissen reagieren, ob wir unser Aktionsfeld in Richtung Bauwende, unsere theoretischen und praktischen Grundlagen in Richtung Bestandserhalt erweitern sollten oder ob wir unsere Tätigkeit als Klimaschutz definieren, wie es die Publikationen der VDL oder des DNK aus dem vergangenen Jahr tun und unterstreichen, dass andere Disziplinen von der Denkmalpflege lernen sollen. Beide Positionen haben Argumente für sich. Viel eher als um ein Entweder-Oder geht es meines Erachtens um Anpassungs- und Aktualisierungsprozesse. Diese fordern auch die Autorinnen der DNK-Broschüre, wenn sie von Änderungen von Mindsets sprechen, fächerübergreifende Kooperationen oder auch ein Zitat raus aus der Denkmalpflege aus ihrer reaktiven Position und ein rein in die Rolle einer aktiven Avantgarde anmahnen. Damit sind Stichworte zitiert, die auf Fachdiskurse der 1990er Jahre verweisen, in manchem gar auf die 70er Jahre, als Michael Petzet den Ensembleschutz bereits als Teilaspekt einer allgemeinen Umweltschutzbewegung verortete. 20 Jahre später fiel dann im Rahmen der Tagung vom modernen zum postmodernen Denkmalkultus in Passau erstmals das Stichwort von Denkmalpflege als Avantgarde. Und dies im Rahmen eines Plädoyers des seinerzeitigen Landeskonservators von Oberösterreich, Wilfried Lipp,
für eine Reparaturgesellschaft. Dabei sollte die Vergewisserung von Vergangenheit, das Erkennen der Grenzen von Ressourcen und die Einigung über einen Begriff von Gerechtigkeit leitende Prinzipien sein, wie er wenig später ausführte. Reparatur, so verstanden, ist ein über den Bereich der Denkmalpflege hinausweisendes Gemeinschaftsprojekt. Ein, Zitat, Relais für eine neue Art neuen Gesellschaftsvertrags in den Worten Wilfried Lips. Wenn man sich Anwendungen dieser Reparatur ansieht, kann man auch sehen, es geht da nicht nur um das Reparieren von Dingen, um Handwerkstechniken, sondern immer auch um soziale, gemeinschaftliche Projekte, wie zum Beispiel bei der Idee der Reparaturcafés oder auch bei dem Haus der Materialisation im Berliner Haus der Statistik. Erst eine solche Denkmalpflege, die sich eben auch als ein gesellschaftliches Projekt verstand und nicht die Denkmalpflege per se, beinhalte Avantgardepotenzial und Vorbildwirkung. Konkret gehe es um eine Praxis des Schonens, Pflegens und Vermeidens anstelle des überkommenen Konservierens, dem Lipp eine, Zitat, Unbekümmertheit um Gesellschaft vorhielt und dass er im Unterschied zur Reparatur als Geschichte im Stillstand verstand. Die Idee der Reparatur reagiert auf gesellschaftliche Transformationen, in den 90er Jahren konkret auf Pluralisierungs- und Deindustrialisierungsprozesse. Lipps Appell, damals weitgehend ungehört, kommt heute Aktualität zu. Und erneut sind es gesellschaftliche Notwendigkeiten, in diesem Fall die Folgen der Klimakrise, die die späte Rezeption seines Konzepts befördern. So formulierte die Zeitschrift Arch Plus Anfang dieses Jahres den Appell zur Great Repair als neues Paradigma und zitierte Lipp, ähnlich wie die Kollegin Silke Langenberg in ihrem Buch Upgrade, als Vordenker. Dieser dachte Reparatur schon ähnlich weit, wie wir es heute tun, nämlich mit Bezug auf die Beschädigungen von Natur, Kultur, aber auch von Menschen. Seine Kritik galt den typischen Lebens-, Produktions- und Konsumptionsweisen in den technisierten Ländern, den Mechanismen der Wegwerfgesellschaft, den Verflechtungen von Fülle, Stau und Abfall. Was Lipp im Kontext zweier ICOMOS-Tagungen in Dortmund und Leipzig thematisierte, setzte Uta Hassler in ihren Studien zu Materialien, Bautechnik und Langfriststrategien an der TU Dortmund und der ETH Zürich fort. Im zeitgleichen internationalen Diskurs erfolgten etwas andere Weichenstellungen, aber auch hier spiegelten die aktualisierten Theoriedebatten ein Reflex auf gesellschaftliche Veränderungen. Das betraf zum einen das Ende der globalen Weltenteilung und zum anderen das Gebot der Nachhaltigkeit, das 1987 Gegenstand des wegweisenden Brundtland-Reports der UN Our Common Future war. In diesem Zusammenhang interessant ist dabei in zentralen Texten zur Denkmalpflege deutlich werdender Wertewandel und dies verbunden mit einer Kritik an den Maximen der Charta von Venedig. Darüber können wir ja vielleicht auch hinterher nochmal diskutieren. Das gilt für ICOMOS Australia und die wegweisende Borough Charter mit Bezug darauf für English Heritage sowie das Getty Conservation Center und deren Plädoyers für Change Management. Letzteres schon bald erweitert zum Konzept des Risk Management. Reparatur als Philosophie der Denkmalpflege im Kontext von Nachhaltigkeit und Ressourcenkrise erlebte in dieser Zeit erstmals die Verknüpfung mit der Idee der Prävention bzw. der Vorsorge. English Heritage etwa geht es in Anerkennung der Prozesshaftigkeit
und Unabgeschlossenheit von materialgestützten Vergangenheitsbezügen darum, to counter harmful effects of natural change or to minimize the risk of disaster. Rechtzeitigkeit, Angemessenheit und Nachhaltigkeit werden als Kriterien angeführt. Regelmäßiges Monitoring, Reparatur und proaktive Präventionsmaßnahmen. Und für die Historiker unter Ihnen, denke ich, das sind die berühmten Krücken und Bleche von John Ruskin. Dabei spielte die Berücksichtigung von Long-Term Consequences des unabänderlichen Wandels, aber auch spezifische Vulnerabilitäten bei der Maßnahmenabwägung bereits eine große Rolle. Ähnlich argumentierten die Kollegen vom Getty Conservation Center in ihrem Plädoyer for Long-Term Views und Graham Fairclough für das, was wir heute unter dem Stichwort Bauwende diskutieren. My premise here is that conservation should seek to manage change wherever within the historic environment, as well as to protect the best parts. Das war im Jahr 2000 beziehungsweise 2008. Was hier mit Bezug auf natürliche Prozesse oder mögliche Katastrophen erörtert wurde, gewinnt angesichts der Klimakrise zusätzlich an Relevanz. Mit der Idee der Prävention rückt nun die Antizipation einer möglicherweise katastrophenreichen, in jedem Fall aber ungewissen Zukunft in den Fokus der Denkmalpflege. Methodisch erfordert das eine Öffnung der Maßnahmenplanung für Erkenntnisse der Natur- und Klimawissenschaften bzw. deren Simulationen und Modellierungen. Als Kategorie von Prävention zielt ein solches Bewahren auf die Offenhaltung von Zukunftsoptionen. Doch woher kommt der Begriff der Prävention und was bedeutet er eigentlich? Der namhafte Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling hat sich seit langem intensiv mit Fragen der Prävention beschäftigt und als deren Voraussetzung das Gefühl der Entsicherung, der Ausgesetztheit gegenüber allgegenwärtigen Gefahren und Risiken skizziert. Er nannte das auch Denormalisierungsangst und vorbeugende Normalisierung. Unter solchen Voraussetzungen, ob individuell oder gesellschaftlich, werde Zukunft neu verhandelt. Angesichts der negativen Fortschrittsfolgen tragen Kontinuitätskonzepte nicht länger als maßgebliche Leitideen des Bewahrens. Wichtiger sei stattdessen, so der Geologe, Jan Salasiewicz, der Rückblick auf die Gegenwart aus einer vergangenen Zukunft und die Frage, was wir nachfolgenden Generationen hinterlassen haben werden. Ein solcher Perspektivenwechsel gibt dem Bewahren einen neuen Bezugspunkt, in dem sich Prävention, die Orientierung auf Zukunftssicherung und intergenerationelle Gerechtigkeit mit der Jonasschen Idee der Verantwortung verknüpfen. Der Begriff Prävention selbst kommt aus den Bereichen der Medizin und der Sicherheit. Er zielt auf die Vermeidung künftiger Übel. Prävention will nichts schaffen, sie will verhindern, will noch nicht vorhandene Probleme vermeiden. Sie baut auf Prognosen und Simulationen, kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen, wann und wie die prognostizierte Zukunft eintritt. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang auch von Preparedness. Es geht dabei nicht um Risikovermeidung, sondern eher um Risikomanagement. In unserem Zusammenhang tauchte die Idee von Risk Preparedness, Prevention und Mitigation Strategies
zuerst in den UNESCO-Papieren über Climate Change and World Heritage sowie den ICOMOS-Dokumentationen über Hochwasserschutz an historischen Orten aus den Jahren 2007 und 2015 auf. Schon da ging es nicht nur um einzelne Katastrophen, sondern um den Umgang mit einer systemischen Krise. Es ging auch um deren technischen Bewältigung und die Grenzen. Es ging gerade beim Hochwasserschutz um höhere Dämme, Deiche oder Schutzwälle und auch als andere Seite, wie der Kollege Thomas Will betonte, um die Abwägung von deren Konsequenzen für das historische und natürliche Erbe. Oh, ich bin jetzt hier völlig durcheinander, sorry. Bewegt sich nicht mehr. So. Okay. Da sind nur so einige Beispiele mal aufgezeigt für eben die Versuche, mit technischen Mitteln dieser Krise Herr zu werden. Die Dimensionen der ökologischen Bedrohung haben heute ein Ausmaß angenommen, das durchaus von Allbetroffenheit sprechen lässt und deutlich macht, dass Prävention und Verhinderung überlebensnotwendig sind. Dabei schrumpfen unsere Spielräume. Der in den Debatten über Climate Change ausgewiesene australische Philosoph Clive Hamilton etwa beurteilt die gegenwärtige globale Situation als dramatisch und unterstreicht, dass sich das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit angesichts der Folgen des Klimawandels grundlegend verändert und dass unsere Wahloptionen abnehmen und Naturnotwendigkeiten, das, was man früher die Mühsal des Daseins bezeichnete, zunehmen. Ähnlich argumentierte der Politologe Peter Graf Kielmann-Seck kürzlich in einem Beitrag für die FAZ. Zitat: Die Herrschaft über die Natur, die den Menschen dienen soll, schlägt um in die Zerstörung der Natur, die den Menschen und nicht nur ihn gefährdet. Anders formuliert: Was als Projekt der Selbstbefreiung der Menschheit gedacht war und begonnen wurde, schlägt in einen Prozess um, der immer mehr Unfreiheit erzeugt. Zwänge nämlich, denen sich die Menschheit unterwerfen muss, wenn sie überleben will. In der Klimakrise, so Kielmann-Seck, ist keine Freiheit mehr. Da ist nur noch Notwendigkeit. Vor diesem und im Hintergrund weiterer globaler Krisen empfahl der bedeutende Erdsystemwissenschaftler und Erfinder James Lovelock schon 2014, nicht länger einer nachhaltigen Entwicklung anzuhängen, einem Sustainable Development, sondern den Rückzug, a Sustainable Retreat, anzutreten. Was das bedeutet, denke ich, ist auch vielleicht ein Thema für unsere Diskussion. Für KonservatorInnen verbleibt angesichts dessen die Frage, ob wir noch die Freiheit besitzen, nur ausgewählten Zeugnissen einen besonderen Schutz angedeihen zu lassen oder ob es nicht notwendig ist, die Ethik der Erhaltung auf den Bestand auszudehnen und Denkmalpflege von der Fürsorge für das Wenige hin zu einer Vorsorge für das Viele auszudehnen. Das heißt, sowohl unsere Freiheiten als auch unsere Notwendigkeiten im Sinne Kielmann-Sechs neu zu definieren und nicht zuletzt unsere Verantwortung. Das heißt auch, unseren Fokus auszudehnen. Clive Hamilton etwa beklagt, dass viele Kultur- und Geisteswissenschaftler nach wie vor eine Humans-Only-Orientation pflegen würden. Stattdessen verlange die Klimakrise auch von Ihnen die Anerkennung der komplexen Verflechtungen von Natur und Kultur und des Endes einer natürlichen Kultur. Diese Folie zeige ich Ihnen nur, weil sie auf das Jahr, das uns alle, glaube ich, geschockt hat im Sommer, nämlich das Jahr des Hochwassers an der Ahr und in der Eifel hinweist.
Und der jüngste Kopernikus-Bericht macht ganz deutlich, dass die ungewöhnliche Erwärmung der Baltischen See verantwortlich war für die ungewöhnlichen Regenfälle auch in der Eifel. Das nur als ein kleines Beispiel für diese Verflechtungen von Natur und Kultur. Aus dieser neuen Sachlage erwächst die Notwendigkeit, sich eben mit unvertrauten Gegenständen beziehungsweise der Erweiterung oder Auflösung der klassischen Untersuchungsfelder auseinanderzusetzen und vielleicht auch den Begriff des Schutzobjekts neu zu definieren. Für die Denkmalpflege bedeutet das, sich vielleicht nicht mehr ausschließlich auf die klassischen Aufgabenfelder zu konzentrieren, sich vielmehr auch mit den Grundlagen und Erscheinungsformen der Klimakrise, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Modellierungen und eben mit den Verflechtungen und Erscheinungsformen in der Natur auseinanderzusetzen. Wir werden das gleich für das Beispiel der Gartendenkmalpflege hören und ich glaube, da zeigen sich ja schon viele Veränderungen, die eben beide Bereiche gleichermaßen betreffen und vielleicht eine Option darstellen für uns, über das, was wir Schutzobjekt nennen, nochmal gemeinsam und interdisziplinär nachzudenken. Der Prävention kommt dabei eine zentrale Rolle zu, damit auch Fragen der Anpassung, wie das in der Borough Charter von 99 implementierte Change Management. Ging es dabei unter anderem um die Aufwertung von Prozesswerten, auch das etwas, was in der Gartendenkmalpflege durchaus bekannt ist, so um eine Perspektive, die Alois Riegel bereits in seinem berühmten Denkmalkultus stark gemacht hat, als er den historischen Wert, der unlösbar am Einzelnen klebte, allmählich aufgehen sah in einem Entwicklungswerte, dem das Einzelne als Objekt gleichgültig wurde. Diesen Entwicklungswert nannte er Alterswert. Er hätte ihn auch Bestandswert nennen können. Und John Ruskin, ein anderer namhafter Vordenker unseres Faches, erkannte in den Erosionsprozessen, die er an historischen Gebäuden wie an Steinen und Gebirgen gleichermaßen feststellte, das langsame Wirken des Great Law of Change, dem Architektur wie Natur gleichermaßen unterliegen. In der Konsequenz dachten beide Denkmalpflege bereits umfassender, als es später realisiert wurde, nämlich als Schutz von Kultur und Natur. Riegel sah die letzten Ziele des modernen Denkmalkultus erreicht, wenn, Zitat, in dem alleruninteressiertesten Kultus der Naturdenkmale auch der letzte Rest von Egoismus, der auf Menschenbezügliche überwunden sei. Das heißt, der Naturerhalt stellte für ihn das Gegenbild zum Materialismus seiner Zeit dar und der Alterswertkultus eine moderne Kritik, die durchaus auch an die Kritik Ulrich Becks anknüpfen würde, beziehungsweise ihr vorausgegangen ist. Den Wandel der Dinge wie des Lebens, Riegel sprach vom Kreislauf des Werdens und Vergehens, Ruskin vom Law of Change, wieder stärker in den Fokus unserer Disziplinen zu rücken und ihn angesichts der bekannten Klimaszenarien und in Abschätzung der komplexen Technikfolgen zu managen, wird heute zur vordringlichen Aufgabe der Denkmalpflege. Reparatur und Prävention sollten dabei eine maßgebliche Rolle spielen. Es wird zu diskutieren sein, ob sich unsere Idee der Bewahrung von Kontinuität, der Tradierung historischer Zeugnisse für die Zukunft im Zuge dessen ändern wird. Ob es notwendig ist, wie es der eingangs erwähnte Ulrich Beck im Titel seines Buches forderte, aus Vorsorge über eine andere Moderne nachzudenken, die, wie es Hans Jonas verlangte, auf einer Ethik der Zurückhaltung beruht. Der Architekt Christian Holl nennt das in dem gerade erschienenen Buch Reallabor Nachkriegsmoderne, alt ist das Neue neu. Erhalten, wieder einmal, Teil der Avantgarde. So könnte man dieses Credo auch übersetzen. Oder anders, nicht mehr im Nach vorne streben, in Wandel und Beschleunigung,
sondern im innovativen Bewahren liegt heute der eigentliche Sinn von Fortschritt. Vielen Dank.